Na komm, es ist 12 Uhr erst, sagt der Max. Also, na dann starten wir auch. Servus, Schaf. Ich habe auch Hunger übrigens. Hallo Gregor. Alle sind hungrig. Ich hoffe, ihr seid schon dabei, den Hunger auch zu befriedigen. Schön, dass ihr dabei seid. 1000 PS Mittagspause live mal wieder. Auch mal wieder hier aus dem Studio. Die letzten 2 Wochen haben wir uns ja aus Spanien, aus unserem Winterfluchtquartier gemeldet. Wir hatten eine spannende, coole Zeit, haben jede Menge getestet und darum sitzen wir jetzt auch hier. Mahlzeit jetzt an alle, die sich was reinhauen. Schreibt uns auch rein. Schön, dass ihr dabei seid. Ob alles passt, technisch gesehen. Und wie immer gilt natürlich, diese Livestreams werden für uns als auch für euch unterhaltsamer, je interaktiver wir das Ganze gestalten. Also, wann auch immer ihr Fragen, Anmerkungen etc. habt, ab damit in den Chat. Worüber sprechen wir denn überhaupt heute? Schaff, du sitzt da, weil wir die Ehre hatten, zwei. Ich habe jetzt Angst gehabt, du fragst mich, worüber wir heute sprechen. Das wäre jetzt Nein, keine Sorge. Du hier bist nur wegen deiner Expertise da, denn wir haben die neue 990 Duke von KTM und die 1390 Super Duke in der Evo-Variante getestet in Spanien. Und vor allem mit der 990 Duke hast du dich ganz dick angefreundet und hast sogar das Video, untypisch für dich, sonst bist du ja meistens hinter der Kamera, hast dir ja sogar das Video ganz alleine eingesprochen. Also ein 100% Scharfvideo, wer das haben möchte, KTM 990 Duke Test, sage ich nur. Und danach, nachdem wir ein bisschen über die Dukes reden, haben wir auch noch einen Experten hier von Schubert und dann sprechen wir ein bisschen so, was gibt es Neues in der Helmbranche? Neue Normen, neue Materialien, Passformen und auch Tipps vielleicht zum Umgang mit dem eigenen Motorradhelm. Also es wird spannend, bleibt dran. Und ansonsten noch kurz, damit ich jetzt schon einen Ausblick auch gebe, was denn kommt denn noch in nächster Zeit, auch in Live-Shows, Testvideos. Wir haben zum Beispiel gerade zwei neue Harley-Davidson Livewires Elektromotorräder noch in Spanien in der letzten Woche. Der Fauli und die Amelie sind gerade unten noch im Test. Genauso Triumph 400er Modelle. Und der Wolf ist auf Langzeittest. Wer auf Instagram uns folgt und ihm hat es schon gesehen. Er ist von Barcelona bis hier nach Wien auf Achse gefahren und sammelt ganz viele Eindrücke zur neuen 1300er GS. Also es ist und bleibt spannend. Und weil wir diese halbe Stunde der Mittagspause nicht fest überziehen wollen, kommen wir zu unseren Eindrücken. Valentin, KTM 990 Duke gegen 1390 Duke. Wir haben auch einen Vergleich gemacht und am Anfang des Vergleichs haben wir zwei beide gesagt, uns macht die 90 Duke mehr Spaß. Möchtest du eruieren? Natürlich, also möchten, wollen ist übertrieben, aber wenn du mich so nett fragst, außerdem irgendwann musst du ja Luft holen. Also, ich habe mir gedacht, wann atmet der Mensch eigentlich? Die 990 Duke, also, wir haben beide gesagt, dass es uns auf der Straße mehr Spaß macht. Das ist die alte Leier, die wir eh alle in- und auswendig kennen. Es macht immer mehr Spaß, ein schwächeres Motorrad auf der Straße mehr nützen zu können, als ein starkes Motorrad, das man weniger ausnutzen kann. Und wenn man sich die Datenblätter anschaut, dann ist im Vorhinein relativ klar, dass die 990 Duke das Motorrad ist, mit dem man auf der Straße wesentlich mehr zu tun hat, im positiven Sinne. Aber wir wollten dann halt trotzdem herausfinden, was einem jetzt eigentlich die 1390 Super Duke dann noch als sozusagen Mehrwert auf der Straße bringt, weil wir sind ja im Rahmen der nicht Testfahrt, im Rahmen der Präsentation ist die 1390, soweit ich weiß, ja nur auf der Rennstrecke bewegt worden. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, ja, jetzt machen wir sozusagen mal ein bisschen einen noch praxisorientierteren Test und da bietet sich dann dieser Vergleich auch an, weil wir beide Motorräder hatten. Und man muss jetzt aufpassen, ich bin ja nicht so erfahren vor der Kamera, dass ich jetzt nicht das gesamte Fazit sozusagen vorwegnehme. Deswegen würde ich dich jetzt wieder fragen, naja, was haben wir denn eigentlich so herausgefunden, lieber Gregor? Also abseits der offensichtlichen Sachen im zusammenhängend mit der doch irgendwie landstraßentauglicheren Ergonomie auf der Duke noch immer, die hat sich auch ein bisschen verändert. Es gab auch auf Instagram gab es dann Umfragen und da habt ihr uns gefragt, ja, ist das denn noch Duke-like? Ja, es ist noch richtig Duke-like im Sinne von, man sitzt noch schön am Bike oben, es ist extrem agil, lässt sich richtig schön durch die Kurven fetzen, je enger, desto besser gefühlt.
und dennoch sehr sportlich. 123 PS leistet inzwischen dieser doch recht große, ich meine, sind wir jetzt so fast in der Literklasse immerhin. Und dieser rein Zweizylinder ist halt ein unfassbares, so ein richtiges Spaß-Sportaggregat. Der treibt dich an, der dreht quirlig hoch. Und natürlich die Super Duke ist Länge übersetzt. Brachialer Drehmoment haben wir aus dem Keller. Aber das liegt alles auf der Hand. Wo zum Beispiel sich Unterschiede auftan haben, war, wenn wir es ein bisschen anschneiden wollen, nämlich der Klang. Da ist es ja so, Irrsinn, wie gut noch mit Euronorm 5 Plus noch immer die kleine Duke, die 99 Duke, sich anhört, wie die sprotzelt und bollert hin, vorne und hinten. Ja, vor allem eben also spannend, weil es nicht so wie bei den modernen Maschinen alles übers Ansauggeräusch gemacht wird, sondern dass wirklich noch was aus dem Auspuff rauskommt, was sich spannend anhört. Das war, aber ich meine, KTM hat das immer so gemacht. Ich dachte nur, dass es jetzt, ich bin immer so, mit der nächsten Euronorm geht das nicht mehr, dass sie aus dem Auspuff so rausblubbert. Okay, dann macht es das immer noch. Na, dann mit der nächsten Euronorm geht es nicht mehr. Und die 99 Duke macht es immer noch. Und es macht natürlich beim Fahren unglaublich viel Freude, ja, wenn man da so ein schönes akustisches Feedback hat. Und zwar nicht nur, wenn man am Gas hängt, sondern wenn man auch vom Gas weggeht. Ja, und bei der Super Duke eben, da ist es schon, auch vielleicht aufgrund der Lage des Auspuffs, er ist wesentlich niedriger und nicht so steil hoch wie bei der 99 Duke, sondern mehr so nach hinten. Und der, da ist dann schon, es ist mehr so ein schnarrendes Geräusch, es ist schon mal spürt, auch durch, man hat Vibrationen, Super Duke, so gute Vibrationen, harmonisch einhergehend mit diesen extrem großen Kolben, die sich da bewegen. Aber der Sound ist dann eigentlich im Vergleich zum restlichen Gesamtpaket recht, ja, gezähmt. Aus Sicht bzw. aus akustischer Sicht des Fahrers, weil wenn ich da hinter der Kamera stehe und dich filme, wie du vorbeidonnerst, ist immer noch absolut unverkennbar eine Super Duke, die einen auch wirklich, wirklich schönen Klang von außen hat, aber im Sattel selber bekommt man davon nicht ganz so viel mit. Ist das Thema für dich hiermit abgeschlossen? Ja, ich wollte vielleicht noch unsere Zuschauer kurz fragen, weil ich sehe, es kommen bis jetzt noch keine Kommentare groß rein. Deswegen zeigt es einmal, dass ihr da seid. 123 Leute schauen gerade zu. Meine Frage an euch. Erstens, so rein Bauchgefühl, welche, wenn Geld keine Rolle spielt, welches Motorrad passt mehr zu euch? 99 Duke oder 1390 Super Duke? Und dann auch bezüglich Klang. Wie seht ihr das? Ist euch Klang sehr wichtig und würde es allein deswegen vielleicht 190 Duke kaufen? Oder sagt ihr, wenn ich 190 PS in einem 1350 Kubikzentimeter großen V2 unter mir habe, dann reicht mir das für Emotionen und ich brauche nicht auch, dass da dann Kanonenschüsse unter mir ertönen. Wird einmal spannend. Ah, ich soll refreshen, sagt mir gerade die Regie. Ah, yes. Hat mich die Technik wieder im Stich gelassen. Ich war schon schockiert. Mea culpa. Da bewege ich mich einmal vor die Kamera und dann ist Stillschweigen. Okay, jetzt müssen wir kurz nachholen. Also erstmal Hallo an alle, die Hallo gewünscht haben. Buongiorno, sehe ich da, alles wunderbar. Und Max, der Nudelsalat schmeckt, das ist wichtig. Livewire Bednix freut sich auf die Livewire. Auch 1000 PS Espanol ist mit an Bord, sehr schön. Genauso umgekehrt schreibt die Wildcat 99, wurde nicht auf der Rennstrecke getestet. Ja, aber da müssen wir dann auf unsere Track Days verweisen. Jetzt im April geht's los am Pannonia-Ring. Wir haben in Spanien jetzt keine. Vielleicht hätten wir zum Catalunya-Ring einmal einen Abstecher machen können, aber das kommt noch in Zukunft. Möchtest du? Ich habe einen Blick da drauf und nächstes Thema nehme ich noch gut, was auch noch ein Unterschied war in der Fahrweise, nämlich Handling und dann auch ein bisschen bei Fahrwerk. Weil Fahrwerke haben wir ja zwei Überraschungen oder zwei sehr positive Erlebnisse gehabt. Wie war es? Handling, Fahrwerk, 99 Duke, 1390 Duke, ein kurzer Vergleich? Naja, kurzer Vergleich. Also ich sage mal, ich glaube das, was du meinst, weil das Lustige ist ja, der Gregor hat sich so verantwortungsbewusst Notizen gemacht. Ich habe diese Notizen nie gelesen, das heißt, ich haue ihm jetzt auch seine komplette Ordnung zusammen. Aber okay. Ich glaube, mit diesen zwei Überraschungen meinst du, also auf der einen Seite war die allergrößte Überraschung die, dass das Fahrwerk von der 99 Duke ziemlich
ziemlich gutes Ansprechverhalten bietet, was auf den anderen KTM-Standardmodellen meistens nicht der Fall ist. Also da ist das Ansprechverhalten eher ein unsensibles. Das heißt, in Sachen Stabilität haben die immer schon sehr, sehr gut funktioniert, auch die 98er, auch die 97er. Aber in Sachen Komfort war es eine Niederlage, weil einfach keine Dämpfung vorhanden war, keine angenehme Dämpfung, sondern das war einfach eher eine Prellerei. Und das ist bei der 99 Duke jetzt ganz anders. Also das Fahrwerk für so ein WP-Fahrwerk spricht wirklich schön an, hat auch ausreichend Komfort. Also das war erstaunlich im Alltag. Und Komfort ist, glaube ich, das Stichwort, was die zweite Überraschung war, nämlich die Evo kommt ja mit dem semiaktiven Fahrwerk daher und das bietet eine so große Fahrwerkspreizung, dass man sich sozusagen die 1390 Super Duke Air im Komfort-Setting kann man die sich herrichten und man glaubt nicht, wie angenehm man dadurch eigentlich dann unterwegs sein kann. Ja, das stimmt. Unterschreibe ich alles genauso und habe auch dem nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen, ohne dass wir jetzt die Videos kannibalisieren. Also schaut euch die Videos dann an, die rauskommen. Ein paar Fragen habt ihr ja doch gehabt jetzt, wo ich auch endlich eure Kommentare sehen kann. Nämlich zum Beispiel wird öfter gefragt, Vergleich 1290er, 1390er. Ob die zum Beispiel jetzt untenrum stärker ist. Wir haben ja jetzt bei der 1390er so Camshift nennen sie es, also einfach variable Ventilsteuerung. Bei 6.500 um den Dreh herum, Umdrehungen, wird dann auf ein anderes Nockenwellenprofil umgeschaltet. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen eben auch beim Motor eine größere Spreizung. Wir haben aber beide gesagt, in Wirklichkeit war schon das 1290er Aggregat, selbst in der sportlicheren Auslegung, in der Super Duke, dafür, was es ist, was für ein gigantischer V2-Motor da arbeitet, schon extrem kultiviert. Ja. Und dann ohne direkten Vergleich, so diese vielleicht etwas paar Newtonmeter mehr und dieses noch etwas bessere Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen, um das herauszufüllen, das ist fast nicht möglich. Also müsste man 1290 Duke und 1290 Super Duke und 1390 Super Duke nebeneinander stellen und die Chance hatten wir nicht. Also auch da wird sicher ein Vergleich neu gegen alt geben. Ich vom Gefühl her, vom ganz subjektiven Gefühl her, dass ich überhaupt nicht irgendwie mit Daten oder Fakten belegen kann, hätte ich gesagt, eine Spur besser fährt sie sich noch unten rum. Aber glaube ich auch und ich würde das, aber um das Thema abzuschließen, glaube ich, kann man ganz einfach sagen, dass sowohl 99 Duke als auch 1390 Duke im Anriss, der von unten kommt, ist das, glaube ich, fast Klassenbeste. Ja, also es ist jetzt schwierig, das zu sagen, ohne den Verlauf, also ohne jetzt einen Dino-Run zu machen und da die Kurven zu sehen. Aber was die beiden Motorräder von unten raus beide bieten, das ist sagenhaft. Also da ist so viel Kraft dahinter und das war aber, wie du auch gesagt hast, das war auch schon auf der 1290er, war das eigentlich schon nicht mehr bewältigbar, diese Kraft. Ja, und andere Seite 99 Duke, die geht auch von unten raus so unfassbar gut. Also Wahnsinn. Ja, und aber besser, schlechter, wie du sagst, ohne da jetzt direkten Vergleich zu machen zwischen alt und neu oder sonst irgendwas. Ja, schwer zu sagen, aber macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Das ist ein gutes Motto von der Fahrerei, die wir dort gehabt haben. Ich möchte langsam zum Ende kommen, dass wir nicht noch unserem zweiten Teil der Live-Show zu viel Zeit stehlen. Vielleicht noch ein kleiner Teaser, damit die Leute jetzt, weil nicht, dass die jetzt sagen, ja, jetzt haben wir eh schon alles gehört, passt schon, Eindrücke abgerahmt. Außerdem, wichtig, die Wildcat schickt uns ein kleines Danke. Wir schicken ein Riesendanke zurück für die 5 Euro. Jawohl. Mittagessen ist gebongt. Vielen Dank. Meine 5 Euro, sage ich jetzt einfach mal, für den Kebab. Ja, für deinen Einsatz, dass du hier sitzt. Genau. Auch viele Fragen, Vergleich 98 Duke gegen 99 Duke, ist, glaube ich, viel gefragt. Auch da werden wir sicher noch was nachschießen. Hatten wir auch so noch nicht. Und wir wollen eben noch nicht alles verraten. Ein kleiner Teaser vielleicht noch. Und ich glaube, zu 99 Duke, der Teaser ist klar. Wir waren an und für sich vom Fahrwerk, vom spritzigen Motor begeistert, aber einen großen Fehler hat sie leider. Ja, aber es ist ein Teaser. Also ich sage sicher nicht, was der große Fehler ist. Ich auch nicht. Und vor allem, es gibt aber auch noch dafür auf der 99 Duke eine zweite positive Überraschung, eine Veränderung verglichen zum Vorgänger, die mich völlig begeistert hat. Aber auch das erfahrt sie erst im Video. Sehr gut gemacht. Und jetzt 1390 Super Duke Teaser. Was ist da unser Teaser? Wie begeistern wir die Massen? Sie ist ein heftiges Motorrad und wenn ihr wissen wollt, ob es sich lohnt, zu diesem Hypernaked zu greifen, ist ja nicht das einzige Hypernaked, das Segment wächst und wächst in Wirklichkeit und ist inzwischen schon recht groß und breit vertreten am Markt.
Wie unser Urteil steht, sollte man zur 1390 Super Duke greifen oder nicht? Auch das erfahrt ihr dann im Video. Und jetzt... Darf ich jetzt gehen? Letzter Teaser. Welchen Helm hast du noch aufgehabt? Glaubst du, das weiß ich noch. Den Schubert C5 heißt der Klapphelm, richtig. Oder? Ist jetzt nicht vielleicht der Helm, den man assoziieren würde nicht mit einer Super Duke, aber warum hast du ihn aufgesetzt? Weil ich niemals was anderes als Klapphelme trage. Also wenn man einmal seine Würde abgelegt hat, ist der Klapphelm das Allerbeste, das es gibt. Und ich habe meine Würde schon lange abgelegt, also kann ich den jetzt mit Hochgenuss tragen. Jetzt bist du komfortabel unterwegs und mit Kommunikationssystem. Perfekt, und damit glaube ich, danke für deine Zeit und perfekte Überleitung. Bis später. Gib das Mikro weiter, wie das olympische Feuer. Und ich darf jetzt bei mir begrüßen, komm nur rein bitte. Hallo. Servus Martin. Servus. Freut mich. Servus, danke. Guten Tag. Hi. Martin, du kommst von Schubert. Erklär gleich mal, damit man es einordnen kann, was ist denn deine Rolle bei Schubert? Genau, ich bin der Martin, komme von der Firma Schubert Helme in Magdeburg aus Deutschland. Und ich bin da der Teamleiter vom Service Center, ja, und demzufolge verantwortlich auch für die Kundenkommunikation, die Kommunikation für Fragenstellungen und natürlich auch für unser Team, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, diesen Service, den habe ich jetzt heute gleich selber ein bisschen genießen dürfen, weil es ja so, ihr wisst ja, die Live-Show ist ja nur ein Vorwand. Wir reden nämlich heute über verschiedene Sachen. Wir fangen einmal ganz allgemein an mit der neuen Norm. Es hat sich jetzt in der Helmwelt viel umgestellt, nämlich großer Normwechsel von 2205 auf 2206. Und klingt nach einem kleinen Schritt, ist aber, glaube ich, schon recht signifikant. Und jetzt reden wir mal vielleicht für die Leute, wir haben zwar schon einige Inhalte online auch dazu, aber für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, prinzipiell darf man 2205 Normhelme noch verkaufen? Sind die noch am Markt oder ist jetzt alles eh schon 2206? Und wo sind denn da die Unterschiede, kurz erklärt? Genau, also im Großen und Ganzen bringt die 2206er Norm natürlich für die Nutzer mehr Sicherheit. Oder ein großes Sicherheitsplus. Und ja, 2205er Helme dürfen noch verkauft werden, dürfen natürlich auch noch benutzt werden. Die haben also kein Verbot oder ähnliches. Einzig die Produktion ist eingestellt worden für die 2205er Helme. Mit der 2206er Norm kommt ein Riesenplus an Sicherheit. Es sind nicht nur neue Prüfpunkte, die an den Helmen mit abgecheckt werden. Es sind Elemente wie zum Beispiel ein Rotationstest, der getestet wird in der ECE-Prüfung, ein Abstreiftest, die Prüfgeschwindigkeiten sind erhöht worden, die Temperaturen sind verändert worden für die Prüfungen für die ECE-Zulassung. Zubehör wird mitgeprüft, das heißt also Kommunikationssysteme, Visiere, Pinlock, solche Elemente sind dann eben ein Teil von der ECE 2206 Homologation. Und für uns als Helmhersteller ist das natürlich ein Riesenschritt, 2206er Helme entwickelt zu haben. Da haben wir 3 Stück am Markt. Genau. War eine riesen Aufgabe. Kann ich mir vorstellen, noch konkret, also man sieht auch eben, welche Helme habt ihr. S3-Helm, euer quasi Integral-Sporthelm, ist gleich hinter dir. Ich habe jetzt hier den klassischen, ich glaube, auch euer, ist das euer Bestseller? Der C5, klassischer Touring-Clubhelm. Und dann gibt es noch den E2, auch so ein Adventure-Touring-Clubhelm mit Sonnenblende obendrauf. Zu diesen neuen Prüfverfahren, das heißt, wo war vorher diese Prüfzone? Da gab es dann nur 6 Punkte, glaube ich, hast du mir gesagt. Genau, und das sind jetzt ringsrum um den Helm, also der ganze Helm ringsrum hat 16 Punkte, die abgeprüft werden auf den Prüfständen. Es kann also nicht mehr nur einzelne Punkte abgeprüft werden, sondern beim C5 eben auch durch das Kindteil. Der hat ja eine PJ-Homologation, das heißt also, der hat auch Prüfpunkte auf dem Kindteil dann drauf. Genau. Also einfach mehr Prüfpunkte auf den ganzen Helm. Dazu hat man auch da diese Arretierung. Ich weiß nicht, ob unsere Kamera so weit ranzoomen kann, aber hier ist ein kleines Schnapperl zum quasi Verriegeln. Verriegeln. Dann geht das nicht mehr runter und so kann man den dann sicher verwenden, selbst wenn es mal Schläge gibt. Was wir beobachten konnten, weil natürlich, okay, das leuchtet ja ein mit der neuen Norm, es soll sicherer werden, aber was bedeutet das für den Endkunden auch abseits des Falles, des Sturzes? Uns ist aufgefallen, es sind natürlich schwerer sind die Helme geworden und auch relativ viele Passformen haben sich verändert bei vielen Herstellern. Es müssen ja sich alle an die neue Norm halten, nicht nur Schubert. Bezüglich Materialien oder Helmschalen, warum sind die schwerer geworden?
Also wir haben es geschafft, mit unseren Helmen nur etwas schwerer zu werden aufgrund der neuen Norm. Wir haben verschiedene Materialien. Jetzt bei dem C5 haben wir zum Beispiel einen Mix aus einer Glasfaser-Helmschale und eine Carbonlage hier oben in den Helm eingebracht, die natürlich dazu führt, dass die Carbonlage und die Glasfaserhelmschale natürlich extrem schlagstabil ist, aber auch uns etwas Gewicht einspart im Vergleich, als wenn wir das hätten komplett mit einer Glasfaserschale eben gemacht. Ja, genau. Und das Thema Passform, wir orientieren uns bei Passformthemen grundsätzlich an eine Datenbank oder eine Datenstatistik. Dazu hatten wir, wo wir die S3 und C5 Helme und die E2 Helme entwickelt haben, haben wir einen Datensatz gekauft von ganz, ganz vielen 3D gescannten Köpfen. Die, so gibt es einfach, 3D gescannte Köpfe. Ganz, ganz viele Daten ausgewertet und dazu Passformprozess entwickelt, und wir können mit der Serienpassform einen ganz, ganz großen Teil dieser Menschen abdecken. Das sind knapp 98%. Wo kamen diese, also von welchen Leuten wurden da die Köpfe gescannt? War das Europäer, war das Deutsch? Alles. Alles Mögliche, okay. Alles Mögliche. Mhm. Also die Leute kennen wir natürlich nicht, dessen Köpfe wir da haben. Dabei, das schon dann doch nicht. Das reicht nicht aus, genau. Und ja, und die restlichen 2% können wir hoffentlich abholen mit dem Individualisierungsprogramm. Mhm. Und das Individualisierungsprogramm bezieht sich auf die Polsterung im Helm. Das haben wir heute schon ausprobiert. Genau, sogar. Das hat der Gregor hier heute mit. Man kann die Polster an der Seite und an dem Hinterkopf eben austauschen gegen ein Polsterset für die ovale Kopfform oder eben für die runde Kopfform. Mhm. Ja, das gibt es dann im Handel zum Ausprobieren. Also ihr verbreitet es einfach so ein bisschen, so diese genau. Spreizung, wie viel Kopfformen ihr abdecken könnt. Genau. Das hat eben, deswegen habe ich vorher gesagt, die Live-Show ist nur ein Vorwand, denn du hast auch hier meinen Helm optimiert, denn ich habe eine sehr, sehr eigene Kopfform, man könnte auch sagen deformiert ist er. Und es ist nicht leicht für mich prinzipiell Helme zu finden, sehr oval, und dann habe ich hier hinten noch so eine asymmetrische Beule. Ja. Das heißt, es ist so, du hast erzählt auch, dass natürlich das für manche Leute, die vielleicht auch besondere Kopfformen haben, aber es gar nicht wissen, weil, jetzt fangen wir mal ehrlich, wer beschäftigt sich groß mit seiner Kopfform? Wenn man Haare hat noch dazu, man sieht es nicht nochmal wirklich, ja, ist halt der Kopf. Und dann kann es auch mal Unmut geben, wenn das nicht zusammenpasst. Genau. Das heißt, man muss klar sagen, es gibt Extreme. Mein Kopf ist natürlich auch ziemlich auf der extremen Seite. Da stößt das dann auch an seine Grenzen. Aber in welchem Bereich bewegen wir uns da bei diesen Anpassungen? Wie viel Millimeter macht das dann aus? Ja, die Polsterdicken sind ungefähr 2 bis 3 Millimeter unterschiedlich dann an der Seite oder eben dann hinten. Was man auch noch machen kann, ist die Wangenpolster zum Beispiel zu ersetzen. Da gibt es ein entsprechendes Komfortpolster, das ist dünner. Oder eben ein Sportpolster, was dann eben ein schmales Gesicht anschmiegt oder besser passt dann. Hm? Empfiehlst du, dass man dann auch zu euch kommt oder kann man das einfach selber machen? Das kann man ganz einfach selber machen. Also wir haben das so ausgewählt, dass die Polster ganz, ganz einfach ein- und auszubauen geht. Und das kann jeder Kunde natürlich zu Hause selbstständig durchführen. Das ist ja auch ein Thema, was Reinigung zum Beispiel angeht, dass man Polster mal rausnimmt und wenn man jetzt eine lange Tour hatte durch Spanien oder wo auch immer ein bisschen wärmer ist, ja, dass man dann die Polster mal rausnimmt und auch mal wäscht. Und dann wieder ganz einfach in den... das gehört ja manchmal dazu, ne, dass man das sauber macht, aber geht hier ganz einfach. Mhm. Braucht man keine Angst davor haben. Super gut. Was wir jetzt schon, wenn wir reden über so, es passt gut, es passt nicht gut, jetzt sieht man auch aus Spanien, da habe ich auch ein C5 aufgehabt, auch immer praktisch, finde ich, beim Touren. Aber was halt schon ist, der Helm, kriegt man auch immer im Geschäft gesagt, wenn man so eine Beratung bekommt, sollte halt fest sitzen. Ja. Das eben, jetzt kann man ja auch ein bisschen dann optimieren mit Hilfe dieser Imposter. Aber was ist denn der Nachteil, wenn man sagt, na, Hauptsache er drückt mich nicht, also kaufe ich mir lieber eine Nummer größer. Was passiert dann? Ja, also grundsätzlich Passform, Helm muss zum Kopf passen, der darf nicht zu locker sitzen und darf natürlich auch am Ende des Tages nicht drücken. Wenn er zu locker sitzt, kann es passieren, dass er zum einen natürlich das Komfort einbußt, also er wackelt auf dem Kopf rum, er schlackert rum, und im Falle eines Falles kann es natürlich auch passieren, dass wenn er viel, viel, viel zu locker ist und ein Unfall oder irgendetwas passiert, ja, dass er dann eben nicht an der Stelle sitzt, wo er sitzen soll. Ja, und
das macht eben auch eine gute Passform an dem Ende aus. Also ein zu lockerer Helm ist gegebenenfalls das Thema unsicher und natürlich auch vielleicht lauter, weil er in den Halsbereich oder auch in den Kinnbereich nicht so gut abdichtet. Ne, da kann ja überall Luft dazwischen kommen oder Fahrgeräusche dazwischen kommen. Und ihr fahrt ja nicht nur 50, sondern ihr fahrt ja vielleicht auch 100 oder mehr. Und da ist schon viel Wind im Spiel. Solche Live-Show-Partner wie du gefallen mir, weil ich muss man gar keine Überleitungen zum nächsten Themenpunkt überlegen. Du hast es schon angesprochen, Belüftung. Weil wenn man jetzt über diesen modernen Helmbau sprechen und wir haben jetzt die Helmmaterialien behandelt, die Passform. Das nächste, was ist, und das ist ja auch irgendwie gerade bei Schubert so ein bisschen ein Steckenpferd, nämlich so Schalldämmung. Es ist zumindest beim Touring-Helm schon wichtig, dass es auch halbwegs still drinnen ist. Was ist denn da wichtig? Was braucht es, damit ein Helm leise ist? Ist es eine aerodynamische Schalenform? Ist es irgendeine Schalldämmung in der Schale selbst? Worauf kommt es an? Also, um einen Helm leise zu haben, ist natürlich die Helmschale und die aeroakustische entwickelt von so einer Helmschale immer das A und O. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Belüftung ein Thema. Wo kommt Luft rein in so einen Helm? Macht das irgendwelche unangenehmen Geräusche? Muss man da gegebenenfalls nochmal was nachjustieren oder eine Anpassung eben durchführen? Also Helmschale ist das A und O, angebaute Belüftungselemente ist das A und O, das Visier ist das A und O. Gutes Beispiel bei uns auf den Visieren sind die sogenannten Tubulatoren. Das heißt also, die verringern die Luftverwirbelung auf den Helm und wenn man offen fährt, fängt es zum Beispiel nicht an zu pfeifen, weil die Luft hier drüber abgefedert wird. Oder ach, das verhindert das Pfeifen. Wird, zum Beispiel beim geöffneten Visier. Und dann haben wir eine Kinnbelüftung und eine Visierbelüftung auf den Helm drauf. Man hat über die Kinnbelüftung einen direkten Luftstrom auf das Gesicht. Das Visier wird hier oben über den Schalter belüftet. Also ein Luftfänger sozusagen, kann man dazu sagen. Und dann kommt die Luft eben an das Visier und strömt über das Visier ab. Und dann haben wir eine Kopfbelüftung und alles zusammen in den Helm drin. Wenn du den nochmal aufmachen kannst, Gregor, sind wir auch die Luftkanäle. Sorgt das eben für eine Zirkulation in den Helm, in der Belüftung, wo die Luft dann hinten über den Spoiler durch den Unterdruck, der hinter den Helm herrscht, eben, man kann schon sagen, abgesaugt wird. Oder eben unten in dem Meshmaterial vom Nackenpolster, wo dann eben auch die Zirkulation oder die Luft rausgeht. Und alles zusammen, also die Aerodynamik, die Helmschale, die Konstruktion, die Optik von den Helmen, die dienen eben dazu, dass der Helm, so wie er ist, ein sehr leiser Helm ist. Da geben wir uns sehr, sehr große Mühe und geben auch sehr, sehr viel Entwicklungszeit dafür aus, ne, dass wir da einen leisen Helm haben. Leise ist aber auch immer das Thema, abhängig vom Motorrad. Welche Maschine fährst du, welche Maschine fahre ich? Mhm. Und wir haben einen Standard dafür geschaffen. Bei uns in den Tests ist es ein Naked Bike und wir testen bei 100 Stundenkilometer im Windkanal, wie laut oder welche Geräusche eben an den Helm ankommen. Und da haben wir für unsere drei Modelle, also für den C5 und für den S3, den wir hier drüben haben, 85 Dezibel gemessen, was ein sehr guter und sehr leiser Helm ist. Ja, ich glaube, das kann man auch bestätigen, deswegen der Schaf, der jetzt hinter der Kamera steht, trägt ihn auch regelmäßig. Was mir auch noch aufgefallen ist, so die nächste Besonderheit von Schubert, nämlich, ich würde schon sagen, wir kriegen sehr viele Helme in der Redaktion. Oben türmt es sich und wir kriegen die meistens halt mit Pinlock-Visieren zugeliefert. Ja. Pinlock, diese Einlage, verhindert das Vernebeln, das Anlaufen, aber die sind eigentlich überall separat, nur bei Schubert kommen sie schon montiert. Gibt es dafür einen Grund? Da gibt es Gründe. Ne? Also wir möchten natürlich einmal unseren Kunden die Zeitersparnis mitgeben, dieses Pinlock nicht mehr zu montieren. Wir bauen das schon im Werk mit ein. Und ich habe es vorhin angesprochen bei der ECE-Zulassung. Wir haben ein Visier mit einem zugelassenen Pinlock-Visier. Das heißt, ich darf beides zusammen entsprechend ECE-Norm eben fahren. Ne? Und das ist natürlich auch ein ausschlaggebender Grund, warum wir hier schon ab Werk die Pinlock-Scheiben montieren. Ja. Lauter interessante Sachen. Wir kommen auch langsam. Es ist 12.29 Uhr. Wir sind gut dabei. Ein kleiner Blick auf eure Fragen, damit sich beide Kebab gönnen können. Jens, vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, Martin, hast du auch noch, vielleicht können wir noch einen dritten raus gewinnen. Aber vielen Dank für eure Wertschätzung. Und was haben wir sonst noch? Gregor am Modeln, ja, ich versuche es, aber ich glaube, da hätten sie auch wen geeignet suchen können. Aber man kriegt, was man kriegt. Gefrustet, okay, noch Diskussionen sehe ich über die 1390er KTM, da geht es zu. Vielleicht kommen wir dann noch kurz
zum Schluss noch zu so kleinen Tipps, damit die Zuschauer selber auch noch, abgesehen vom Hintergrundwissen, noch was mitnehmen können. Zum Beispiel, was sagst du denn, spannende Frage, jetzt gerade mit wechselnden Normen, auch vielleicht schreibt es in den Chat, nutzt ihr noch einen 2205er Helm oder habt ihr jetzt, euch jetzt schon einen neuen zugelegt, weil ihr sagt, ich will mehr Sicherheit haben durch diese erhöhte, strengere Norm, kann man sagen. Was würdest du sagen, wie lange kann man denn oder empfiehlst du einen Helm zu besitzen, zu tragen und auch jetzt, da du die Hintergründe, die Unterschiede genau kennst zwischen den zwei Normen, würdest du raten den Leuten, hey, das ist so ein großer Benefit, kauft euch einen 2206er Helm? Also es gibt ja kein Verfallsdatum für Helme. Da ist nichts vom Gesetzgeber vorgeschrieben und auch nichts von den Herstellern, aber es gibt eine empfohlene Nutzungsdauer für Motorradhelme. Wir sagen 5 bis 7 Jahre. Nach dieser Zeit im Thema Gesamtwirkungsprinzip ist die Helmschale natürlich durchaus länger. Es ist entweder ein Glasfasermaterial, was wir benutzen, oder eben eine Carbon-Helmschale für den C5 Carbon und deutlich länger haltbar. Aber das Gesamtwirkungsprinzip des Helmes, was abhängig ist von den Nutzungsbedingungen, wie viel fährst du denn mit dem Helm und wie viel fahre ich vielleicht mit dem Helm, da sind ja alleine schon unterschiedliche Kilometerleistungen. Deswegen. Pi mal Daumen, 5 bis 7 Jahre ist eine gute Zeit, sich um einen neuen Helm dann zu beschäftigen. Und was das Thema Sicherheit angeht, natürlich könnt ihr die 2205er Helme noch fahren. Aber wenn jetzt sowieso ein neuer Helmkauf ansteht, dann guckt doch bitte, dass er da eine 2206er Norm zukunftssicher nutzt oder kauft. Mhm. Ja. Noch zwecks Pflege habe ich da noch mir aufgeschrieben, könnte man auch noch fragen, was würdest du sagen, wie pflegt man am besten rausnehmen und in die Waschmaschine schmeißen oder doch eher so ein spezielles, da gibt es ja auch so Helmfutter, Reinigungsmittel, was ist da das Beste? Ich würde die Polster ausbauen, ins Waschbecken legen, den Stöpsel zumachen, lauwarmes Wasser einlaufen lassen und wenn die stärker verschmutzt sind, dann einen Tropfen Geschirrspülmittel hinzugeben, das löst die Fette, den Schmutz, die Bakterien aus den Polstern raus, dann ganz einfach ausdrücken, das Wasser, die Feuchtigkeit und an der Luft trocknen. Also bitte nicht in die Waschmaschine stecken, lieber im Waschbecken lauwarmes Wasser dazugeben, wenn es stärker verschmutzt ist, ein Geschirrspültropfen. Ich will immer fit sagen, bei uns sagt man immer fit dazu. Das kennt keiner. Nein, das sagt mir auch nichts, also, da willst du mich auch verlieren. Geschirrspülmittel reicht aus und dann passt das. Kann man die wieder sauber machen, genau. So, jetzt schau ich noch einmal kurz. 2206 Helme gibt es um, ja, also der Max sagt zum Beispiel, er findet auch 2206 Helme um unter 100 Euro anscheinend und dadurch hat er gar keinen Grund, selbst keinen Kostengrund, um zum 2205er zu greifen, also alles gut. Er hat auch noch eine Frage an dich, MIPS, wie schaut es mit MIPS aus bei Schubert? Gibt es das als Option? Nee, das haben wir nicht als Option. Unsere Helme haben den entsprechenden Kinnriemen, das ist ein Mikroratschenverschluss-Kinnriemen und zwei Nackenbänder, also Aerosbänder, die für die Abrollsicherheit im Falle eines Unfalls eben sorgen. Die halten quasi den Kinnriemen fest. Das nennt sich Aeros Anti-Roll-Off-System. Ja, das ist an unseren Helmen Standard. Genau, also und ihr habt euch auch dann wahrscheinlich aus Komfortgründen ist auch dann, dass das... Ja, Komfortgründe natürlich auch. Die Ratsche. Das Thema Passform für die Helme mit dem Ratschenverschluss, das ist einfach schnell zusammengesteckt und ja, für einen Sport-Touring-Helm, was der C5 S3 und auch der E2 als Adventure-Helm eben mit sich bringt, super schnell einstellbar und auch einfach nutzbar. Der Bednix35 fragt noch, beim Helm ist das Gewicht, würdest du sagen, wichtiger oder eher die Balance? Beides. Ne? Wenn der Helm zu einer Seite mehr Last hat, ist das auch unangenehm. Die Balance von dem Helm und das Gewicht, denke ich, spielen hier gut zusammen, dass der Helm angenehm tragbar ist und das auch über eine längere Zeit. Ich sage immer, wenn ich den Helm nicht merke und mir darüber keine Gedanken machen muss auf den Kopf, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, wenn ich den Helm vergesse, wenn ich vergesse, dass ich einen Helm auf dem Kopf habe. Da bei dem Thema fällt mir gerade ein, gerade Klapphelme, dadurch, man öffnet ihn, jetzt ist da oben doch so ein relativ großes Gebilde und da gibt es jetzt dann einige Hersteller, die deswegen, ich glaube, das nennt man Switchback-System, dass quasi die Kinnpartie nicht nur bis über die Stirn geht, sondern eher sich hier am Hinterkopf dann platziert und dadurch eben die Balance verbessert werden soll. Denkt Schubert darüber nach, auch so etwas zu bringen oder gibt es Gründe, warum er sagt, nein, wir bleiben beim
bewährten System? Natürlich schauen wir uns den Markt an und gucken uns auch Helmmodelle an, die in die Richtung gehen. Derzeit haben wir sowas nicht im Portfolio oder haben nicht geplant, sowas im Moment zu bauen. Ja, wir sind mit dem Klapphelm-Konzept eben, dass man das Kindteil eben aufstellt unterwegs, ja, aber wir schauen uns den Markt dann natürlich an, was, wenn sowas passieren soll. Also wir bleiben noch gespannt vielleicht. Wer weiß, was da noch kommt. Gut. Multidirectional Impact Protection System. Der Max fragt nochmal nach wegen den MIPS. Zwecks, ich glaube, es geht um den Schutz vor Rotationen. Das heißt, das ist ja ein Punkt, nämlich recht gefährlich beim Sturz ist ja nicht nur der Einschlag, sondern auch diese Rotationskräfte. Das Hirn soll ja irgendwie nicht verdreht werden durch irgendwelche seitlichen Kräfte. Wie funktioniert denn das bei Schubert, dass dieser Rollschutz? Wir haben die Helmschale grundsätzlich testen wir ja nach 22.06er Norm. Und da ist ja das Rollen des Helmes, also zum Beispiel eine Bordsteinkante ist da simuliert mit den entsprechenden Stahlköpfen und dem Kopf in dem Helm drin. Und wir erreichen da natürlich nicht die Grenzwerte, sondern wir unterschreiten da die Grenzwerte, was das Thema angeht, und bestehen da natürlich auch die ECE 2206 Prüfung mit den Rotationsthemen. Wie wird das, also Bordsteinkante ist dann einfach so eine Kante? Ein Sharp Curve, also eine Ecke sozusagen, und der Helm wird dann seitlich von 5,50 Meter, 4,50 Meter sowas in der Drehung mit 7,5 Meter pro Sekunde eben runtergefallen lassen über den Seilzug. Okay, sehr interessant. Also das ist ja eine eigene Wissenschaft. Ich glaube, 36 ist, 6 Minuten haben wir schon überzogen. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Liebe Leute, ich glaube auch eure, oder vielleicht habt ihr noch längere Mittagspause, dann herzlichen Glückwunsch. Es wird Zeit, dass wir uns was zum Mampfen holen gehen. Wir haben aber noch mehr Fragen, die sich jetzt gar nicht ausgegangen sind, noch mehr auch so Tipps und Hintergrund, Einblicke in Schubert und in die Helmtechnologie ganz allgemein. Das werden wir dann ausspielen auf unserem Instagram-Kanal, also 1000PS Official. Wenn ihr noch nicht Follower seid, dann ist jetzt Zeit, da mal reinzuklicken, und dann werdet ihr noch ganz viele interessante Eindrücke bekommen. Und ansonsten, 109 Leute sind es noch. Danke für eure Treue, Martin. Danke auch dir. Danke schön, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Immer mal dieses 1000 PS Mikrofon. Jetzt hast du es gehabt. Der Zepter und sogar mit neuem Polster, weil meistens sind unsere Polster in einem Zustand, dass, also für dich haben es jetzt die wirklich AAA-Ware rausgeholt. Sehr gut. Danke. Danke an alle. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Donnerstag, 12 Uhr voraussichtlich wieder. Pfiat euch und Baba.